Was tragen Sie besonders gerne? Ich frage jetzt erstmal. Was besonders. Oh, ja. Das ist ja Unterwäsche auf jeden Fall. Genau. Nein, also ja. Was trage ich drunter? Unterwäsche? Unterwäsche, genau. Nein. Also, ja, ich meine, das ist eine schwierige Frage, die kann man ja nicht so diskutieren. Aber ich finde, sie trägt das, was wirklich super zu ihr passt. Und sie kann es tragen. Und ich freue mich jeden Tag, wenn ich das sehe. Und ich wünschte, jeder hätte sowas zu Hause. Wenn man sie beide sieht, sie strahlen so. Und ich muss mal fragen, wie fühlt sich denn das Verheiratetsein? Also nach 7 Anläufen muss ich sagen, jetzt richtig gut. Sehr gut, ne? Fit. Eigentlich. Wirklich. Also ja. Wir wissen jetzt, wie es geht. Und jetzt machen wir es genau so, wie wir es eigentlich immer haben wollten. Aber jetzt funktioniert es auch. Was macht sie für Sie so besonders? Dass sie einfach so ist, wie sie ist. Ein wunderbarer Mensch, lacht sehr viel, ist ein bisschen verrückt. Und das ist die Mischung, die einfach das Leben aufregend machen. Und sie lässt mich so sein, wie ich bin. Und das ist nicht so einfach. Und da muss man ihr den Respekt einfach gebühren, dass sie das einfach mit mir und trotzdem Spaß hat. Und da muss ich sagen, also besser kann es ein Mann gar nicht haben. Was macht ihn als Mann aus? Also ist erstmal mein bester Freund, wirklich, mit dem ich über alles nachher reden kann. Und wir haben wirklich einen gemeinsamen Gedankenaustausch. Modetechnisch kann ich verdammt viel von ihm lernen, also dass er sozusagen mein Fashionberater. Und nein, eigentlich, die Zeit ist einfach nur schön. Wir genießen es, zusammen zu sein, uns auszutauschen. Und das ist eigentlich die schönste Zeit, die ich eigentlich jemals so hatte. Ich glaube, genau. Das Beste ist einfach, wenn man weiß, was man nicht mehr will. Ausschlussverfahren ist einfach klar. Aber noch genug Zeit hat, das so zu leben, wie wir es haben wollen. Und sich einfach ergänzt in dem, dass man sagt, okay, das kannst du besser als ich. Und andersrum. Und dann sagen wir, okay, dann machen wir das einfach auf dem entspannten Weg. Dann wird das super. Und das funktioniert. Ha, das ist gut. Was sind Ihre Pläne für den Sommer? Sonne Urlaub. Genießen, unsere vielen Kinder bei uns haben, mit denen sehr viel Zeit verbringen und den Sommer genießen, weil dann geht auch Theatertournee wieder los, Lesetournee wieder los. Und diese Zeit, diesen Sommer hier in Berlin, wir sind gerade nach Berlin gezogen und möchten wir natürlich einfach genießen. Sie haben eben schon die vielen Kinder angesprochen, muss ich gleich mal nachfragen. Kommt vielleicht noch ein? Bei 7 Kinder? Nein. Also ich weiß nicht, wie viele Kinder man noch so haben sollte, aber ich glaube, 7, glaube ich, waren schon sehr viele. Nein. Und jetzt kommen die Enkelkinder, da werden es noch mehr. Und bis dahin wollen wir die Zeit einfach mal genießen, auch mal ein bisschen Zeit für uns zu haben. Da sind wir ein bisschen egoistisch und sagen, das passt schon.